Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge haben wir zum ersten Mal wirklich wieder ein stabiles Einkommen gehabt. Hauptsächlich wegen unserer ganzen Felder, die ja ihre Exporte oder besser gesagt ihre Produkte oben zum Export bringen. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Es ist schon wieder Wahlzeit. Und unsere Unterstützung ist gerade nicht so gut. Wir werden es trotzdem angehen. Wir werden auch wieder ein Problem anerkennen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der Glaubens... noch mehr Kapellen bauen. Spaß, Sofrina. Da können wir was dran machen. Wir loben eine Fraktion, und zwar diesmal die Kommunisten. Denn denen geht's am schlechtesten. Wir werden eine Supermacht beschuldigen. Natürlich wieder die Alliierten. Unsere Feinde. Ja, ich weiß. Ich habe mich ganz böse hier mit den Achsenmächten verschworen. Aber hey, kommt. So, Verbesserung versprechen. Lieber nicht, oder? Aber wir müssen. Wir werden an der Spaßzufriedenheit natürlich arbeiten. Da können wir können natürlich auch nichts versprechen. Spaßzufriedenheit trägt während einer Wahl nicht zur Zufriedenheit der Wähler bei. Achso, ja, wenn wir... Ich verstehe. Wenn wir jetzt ein Problem anerkennen, dann trägt die Zufriedenheit darüber. Und es gibt ja eine hohe Unzufriedenheit, weil der Wert recht klein ist, nicht zur Zustimmung der Wähler bei. Heißt, wenn die Leute jetzt unzufrieden sind, weil eben zu wenig Spaß auf der Insel ist, dann, dann sorgt das nicht dafür, dass sie nicht wählen. So. Kommunisten haben wir gesagt, loben wir, die Alliierten beschuldigen wir. Und ja, wir versprechen natürlich auch was, und zwar... Wir werden versprechen, die Glaubenszufriedenheit zu verbessern. Wir nehmen nämlich, auf diese Art und Weise nehmen wir einmal die Unzufriedenheit hier rüber raus und hier geloben wir Verbesserungen, sodass die, die damit unzufrieden sind, noch für uns wählen. Also das sollte eigentlich dann, das sollte eigentlich gut sein. Ich hoffe zumindest. So, in 24 Monaten ist Wahltag. Das ist unsere Rede. Ihr seid die Auserwählten, für die keine Entbehrung untragbar ist. Wahre Bürger Tropicos. Eure Leiden sollen belohnt werden, mit nur noch ein wenig mehr Anstrengung. Ist mein Volk gelangweilt? Lasst euch vom Präsidenten unterhalten. Nichts macht mehr Freude. Lasst Präsidenten eure Freude sein. Ihr könnt das Leben nicht genießen. Lasst Präsidenten es für euch genießen. Unsere Anstrengung. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Ja, jetzt ist hier in die Rede hinein noch ein bisschen was dazugekommen. Wir haben die Importhandelsroute gemacht. Eine zufällige Blaupause wähle ich. Kommandogarnison, okay. Ja gut, also die Rede ist soweit abgeschlossen. Und jetzt kümmern wir uns hier um den Strom. Wir haben inzwischen... die Kohle hier angeliefert. Das heißt, wir können jetzt Strom an unsere Gebäude liefern. Und jetzt muss ich mal schauen, wie das genau funktioniert. Hier ist halt jetzt keine Elektrizität. Wir können mit Umspannwerken das Stromnetz erweitern. Das heißt, wir müssen hier erstmal die Blaupause für kaufen. Und dann eben schauen. So, da ist Strom. Wir müssen jetzt innerhalb des grünen Bereiches bauen. Und ich habe so die Befürchtung, dass wir es gar nicht auf die andere Insel rüberkriegen. Kann das sein, Leute? Ich hoffe nicht. Oder doch, hier, da ist, das wird schon gehen. Also wir bauen hier an den Rand mal so ein Umspannwerk. Bauen wir da eins hin und wir müssen hier dann eins bauen. So, und das ist jetzt nicht erreichbar.
Das heißt, wir müssen hier jetzt eine Anlegestelle bauen. Die werden wir jetzt auch schnell bauen. Dann verschwindet hier der Balken. Und jetzt werden wir diesen Dingern hier hohe Priorität geben. Und dann können wir hoffentlich von da direkt hier an den Rand verlängern. Ich weiß nicht, wie groß der Einflussbereich ist. Ja, vielleicht warten wir mit dem mal noch. Und gucken erstmal, wie weit raus wir mit dem Umspannwerk kommen. Weil wenn wir jetzt bis hier kommen, dann können wir den Verteiler natürlich lieber da bauen. In der Hoffnung, dass es dann bis zur nächsten Insel reicht. So, wo ist denn schon wieder ein Feuer? Ich werde verrückt hier. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ständig brennt es. Das gibt's doch gar nicht. So, macht die Feuerwehr jetzt ihren Job? Jawohl. Zwei Feuerwehrleute sind da. Und drei sogar. Und jetzt wird auch mal was gelöscht. Ich bin ja begeistert. Schön, dass das auch mal funktioniert. Ich glaube, wir müssen hier noch eine Unterkunft bauen. Die Landhäuser da oben sind ja hier für die besser situierten Arbeiter gedacht. Und in der Tat arbeiten hier auch, ne, die mit der blauen Mütze, das sind hier die Konservendosen-Mitarbeiter. Dann haben wir hier die zwei Feuerleute, die darin wohnen. Da wohnt noch ein Feuerwehrmann. Und denke, wir können aber halt noch... Obwohl, hier sind halt eigentlich noch Plätze frei, ne? Klar, das ist gar nicht da. Also hier sind noch... Da könnten noch. Das ist halt schon okay. Lassen wir es erstmal so. So, ist das Ding fertig? Nee, noch nicht. Die Arbeiter laufen gerade ganz langsam dahin. Okay. Ja, wie blöd ist das denn jetzt hier? Wie, das geht jetzt nicht mehr hier? Das ist aber blöd. Machen wir es so. Okay. Ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen. Schade, dass wir diese Brücke hier nicht höher kriegen, oder? Geht das vielleicht sogar? Ne, die sind so tief. Ist ein bisschen schade, weil... Würde besser aussehen, wenn das so eine leicht geschwungene Brücke ist. Ich meine, ganz leicht ist es ja, aber... So ein bisschen mehr noch. Weil eigentlich... dürfte jetzt hier zum Beispiel keiner mehr durchfahren können, weil das halt eben durch ist. So, wir haben 5000, wir haben Schatzjagd um 5000 Überfallpunkte bekommen. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal neue Aufträge einbauen. Wir werden nochmal Gebildete retten, dann Schatzjagd, jetzt ist das wieder, egal. Machen wir es so. Geld ist momentan auch da. So ist das Umspannwerk fertig. Jawohl. Dann bauen wir jetzt ein nächstes, ein neues. Und die ganze Insel ist... Oh, super. Das hat... Boah, guckt euch mal die Reichweite an von dem Ding. Wow. Klasse. Okay, dann hat das schon gereicht. Unsere Konservenfabrik hat somit Strom und verarbeitet nun Fisch und Ananas zu Konserven, die wir ebenfalls... auch natürlich regional erstmal konsumieren. Die wird dann hier in den Märkten, in den kleinen Läden verkauft. Mais, Fleisch, Milch und künftig dann auch Konserven. Aber sie werden halt auch exportiert. Der Überschuss geht raus und bringt uns dann Geld. Und das ist natürlich sehr schön. So, ich möchte weitere Baracken abreißen. Das heißt, wir müssen weitere Baracken bauen. Baracken. Wenn ich bei Häuser schaue.
Dann finde ich sie auch. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wenn die fertig sind, dann kommt der ganze Block hier weg. Dann werden wir das Transportbüro ebenfalls verlegen. So, da werde ich jetzt schon mal Neues bauen. Das alte dann abreißen. Das kommt hier hin, das Transportbüro. Und dieses Baubüro. Wir haben da eins stehen. Wir werden hier noch eins bauen. Und dann kommt der ganze Block hier weg. Hier wohnen auch schon Leute. In den neuen Landhäusern. Schön mit dem Wald drumherum. Das sieht doch gut aus. Unsere Gerberei arbeitet ebenfalls und produziert Leder von den Rindern. Von denen wir halt auch Fleisch bekommen. Könnten langsam anfangen, auch mal Milch zu produzieren. Was ist jetzt fertig? Oh, stimmt, wir haben eine Handelsroute verfügbar. Dann lass uns gucken, was wir exportieren können. Wow, Ananas bringt richtig viel. Machen wir mal eine etwas kleinere Zahl. Ich möchte nicht jetzt mich so lange binden. Obwohl, ja, die Ananas... Wir machen mal lieber Konserven, für die kriegen wir insgesamt mehr Geld. Hier für die Ananas würden wir halt für 1000 Einheiten 1600 bekommen. Für die Konserven gibt es 4800, da ist der Bonus zwar nicht so hoch, aber wenn wir dann auf 7200 gehen, dann ist das schon okay. So, Konserven gehen raus, Kohle geht noch raus, eigentlich gar nicht gut. Würde ich am liebsten auflösen, kostet uns aber Zustimmung. Naja, wir haben genug Kohle für den Betrieb des Kraftwerks auf jeden Fall. Denke ich mir zumindest. Mal schauen. So, wir bauen noch ein, zwei Farben dazu. Jetzt muss ich schauen, was wir hier haben. Wir haben Ananas, Tabak, Mais und Banane. Das heißt, wir könnten hier zum Beispiel Zucker nehmen wieder. Nicht genug Unterstützung. Oh, weia. Bestechung, Erfüllung von Forderungen. Wahl manipulieren. Okay. Ich bin der Broker. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu diesen Angeboten recht schnelle Entscheidungen. Alles zu teuer. Das geht nämlich alles von unserem eigenen Konto ab, von unserem Schweizer Bankkonto. Wir können Geld tauschen. Wir haben momentan nur leider nicht sehr viel. Wir könnten Baumstämme herstellen, dann kriegen wir hier Belohnung auf unser Schweizer Konto. Können wir im Moment nichts dran machen. Wir wollen ja gar nichts ändern. Warum ist das hier immer noch so markiert? Keine Ahnung, warum das hier immer noch aufleuchtet. Hier haben wir diverse Verordnungen, die wir erlassen können. Zum Beispiel eine Industrie fördern, senkt die Baukosten und so weiter. Haben wir uns auch noch nicht so wirklich angesehen. Was ich jetzt eigentlich machen möchte, ist mit den... Könnten mit den Kapitalisten mal sprechen. Jetzt einen Drink. 3000. Machen wir mal. Wir bestechen den.
Dann dürfte unser Ruf bei den Kapitalisten steigen. Bei denen sieht es nämlich momentan am schlechtesten aus. Wir könnten das auch bei den Religiösen noch machen. Machen wir auch nochmal so. Und dann hoffe ich, dass die Wahlen auf jeden Fall zu unserem Gunsten ausgehen. Ich fürchte, wenn wir diese Maßnahmen jetzt nicht treffen, dass es dann unter Umständen schlecht für uns laufen könnte. So, ich wollte noch eine Plantage bauen. Ich wollte aber erst gucken, was wir hier haben. Wir haben hier Baumwolle, Kaffee. Okay, da haben wir jetzt Zucker. Dann nehmen wir hier wieder Kakao. Kakao geht da nicht ganz so gut. Können Ananas nehmen? Nehmen wir Ananas. So. Ja, Ananas ist da eigentlich schon. Ist egal, kommt. Umso mehr Früchte wir jetzt haben, umso mehr kann auch hier in Konserven umgewandelt werden. Von daher ist das schon eine gute Idee. Was haben wir denn noch für Arbeitsmodus? Yes, we can oder einheimische Vermarktung. Dann sinkt die Produktionsleistung. Aber die Effizienz jeden kleinen Ladens beim mittleren Budget steigt um 10%. Nee, wir lassen es erstmal so stehen. Es gibt hier noch Module. Verbesserungen, zum Beispiel der Hochdruckkonservierer. Ein zusätzliches Lager, dann können Einheiten Fleisch konsumiert werden. Dann können wir Fleischkonserven anlegen. Jetzt haben wir aber gerade kein Geld. Also, es gibt Verbesserungen, die wir sicherlich auch irgendwann benutzen werden, aber noch nicht jetzt. So, Leute. Hoffentlich gewinnen wir die Wahl. Es sind noch 10 Monate. Zur Not können wir immer noch für eine kleine Manipulation sorgen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass hier weiter gebaut wird. Geschwindigkeit hoch. Jetzt rutscht schon mal ins Minus wieder. Entschuldigen Sie, Präsident. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Er macht so viel Spaß, dass Sie mir etwas schuldig sind, wenn Sie ihn annehmen. So, was sollen wir machen? Wir sollen die Achsenmächte ins Gebäude Botschaft einladen. Dazu müssen wir natürlich erstmal eine Botschaft haben. Und wir kriegen ein bisschen Geld. Ja komm, eine Botschaft wollen wir eh bauen. Die brauchen wir später auch noch. Jetzt müssen wir nur warten, bis wir Geld haben. Und eine Polizeiwache brauchen wir auch noch. Forderung der Kommunisten. Damit könnten wir natürlich was tun, da wird der Ruf besser. Soll ich einfach mal ein bisschen jetzt ins Minus gehen und eine Polizeistation bauen? Dummerweise. Da. Dummerweise haben wir den Blueprint noch nicht. Von daher fällt das erstmal aus. Und die Botschaft ist mir im Moment auch zu teuer. Wir warten jetzt, bis wir Geld haben wieder. Schauen wir mal kurz bei den Exporten. Ja, das sieht auf jeden Fall so aus, als ob da ganz gut Geld wieder reinkommt. Einen spontanen Vandalismuswettbewerb für sich entscheiden. Oh, super. Wie besiegt denn die hiesige Staatsgewalt mit einem Vorsprung von 2 Mauern? So, es brennt wieder. Wir haben wieder Feuer hier. Ne, es ist nur ein Feuer. Das Landhaus. Gut, das soll ja eh weg. Von daher, wir könnten es eigentlich abreißen. Ja, wisst ihr was? So, wieso hat das Abreißen hier nicht geklappt? Ah, jetzt, okay. Nur ein bisschen gedauert. Jetzt haben wir hier die Taverne. Die kommt auch kurzfristig weg. Sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ich persönlich werde euch viele, viele Male wählen. So, jetzt ist die Frage, was sollen wir machen? Zustimmung ist bei, oder die Unterstützung ist bei 41%. Subtil frisieren heißt plus minus 20 persönliche Erfahrung für jeden Bürger, der nach der Wahl gegen sie gestimmt hat. Oder Freiwahlen gestatten. Ich würde sagen, wir frisieren subtil.
So, und dann brauchen wir nochmal Baracken jetzt. Zwei. Und da die alle fertig sind, können wir jetzt hier abreißen. Das Baubüro ist fertig, das heißt, hier kann auch abgerissen werden. Das war das Transportbüro. Entschuldigung, das Baubüro wird noch gebaut. Das lassen wir also noch stehen. Die Baracke kommt weg. Die Baracke kommt weg. So, wir brauchen aber noch eine Taverne. Da reicht eine nicht. Das Baubüro ist fertig. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsident. Sehr schön, also. Von der sprichwörtlichen Sorte, nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Das ist alles in Ordnung so. Wahlrecht bleibt bei alle Bürger, Militär bleibt bei Berufssoldaten. Es bleibt alles so, wie es ist. So, zwei neue Baracken. Die meisten Leute sind jetzt hierher gezogen. Rüpelhaft. Was also, wenn eine Supermacht Tropico rüpelhaft behandelt? Präsident sagt, das war's mit dem Handel. So, und jetzt werden wir die Bushaltestelle hierher verlegen. Die Endbushaltestelle. Ja. Die bleibt da. Präsident, ich weiß, dass ihr immer... Und jetzt müssen wir uns auf Wahlversprechen einlösen, nämlich die Glaubenszufriedenheit verbessern. Von 24 auf 43. Das heißt, wir können direkt anfangen, eine Kapelle zu bauen. Ja, theoretisch könnten wir uns sogar eine Kirche mal leisten. Da ist eine Kapelle. Wir bauen erstmal noch eine weitere Kapelle hier auf der Insel, wo inzwischen auch viele Leute leben. So, hier ist auch alles voll. Hier kommt noch eine Baracke hin. Direkt umstellen auf Multikultur. Komisch, dass diese Meldungen nicht verschwinden, wenn sie alt sind. Angeblich haben wir auch irgendwo ein Feuer, aber das stimmt eigentlich nicht. Merkwürdig. Okay, so. Jetzt haben wir hier ein wenig Ordnung geschaffen. Und dann können wir ab der nächsten Folge weiter expandieren und gucken, dass wir noch mehr Exporte hinkriegen für noch mehr Geld. Die haben momentan keinen Eingang von Ananas und Fisch. Na gut, die Farmen sind gerade frisch. Bei der nächsten Ernte wird auf jeden Fall mehr dabei rauskommen. Außerdem, Strom ist noch da, Kohle, Lager ist voll, Exporte sind sehr hoch, es gibt also wieder viel Geld. Hier ist die Rumdistillerie, die wir eigentlich noch hier reinlegen könnten. Sieht nicht so toll aus, wie sie da steht. So, Transportbüro, diese Baracke, naja, wir können hier natürlich weitere Häuser noch wieder hinstellen. Das, ja, müssen wir sowieso machen. Stadt wird ja nach hier auch wachsen, okay. Und dann will ich aber diese Straße nochmal abreißen. Das gefällt mir nämlich noch nicht so gut.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wünsche euch einen schönen Tag. Alles Gute, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.